Shave the Daytime. Lange ist es her, ihr Lieben, wie man eindeutig sieht, dass ich mich rasiert habe. Aber insbesondere, dass dieses Format von mir bedient wurde. Und fangen wir einfach an. Ein Gedanke, der mich in den letzten Tagen sehr häufig beglückt hat, ist die Frage, ob die Pflichtverteidigerregeln im Strafrecht denn wirklich so sinnig ausgestaltet sind, wie man sie eigentlich bräuchte. Der Rechtsgedanke ist der, dass man bei einfachen Angelegenheiten sich ja selber verteidigen kann. Und einfach ist für die meisten Richter, die ich kenne, eigentlich alles. Außer eben ist es eine psychische Krankheit da, die die Verteidigungsfähigkeit ausschließt. Und es ist eben eine Gefängnisstrafe, gegebenenfalls auch zur Bewährung zu erwarten. Dann muss das Gericht einen Pflichtverteidiger vorbringen. Das Problem in dem Zusammenhang, und das hat der Gesetzgeber vollkommen übersehen, sind ja die vielfältigen Einschränkungen, denen ein Privatmensch, der sich selber verteidigt, unterworfen ist. Ja? Denn man bekommt nicht Akte, man bekommt nicht zeitnah alle Unterlagen. Das ist nur der eine Punkt. Und wie ihr aus meinem Video Verteidigung ohne Akteneinsicht vielleicht schon wisst, ist es nun mal so, dass das ein großer handwerklicher Fehler für einen Anwalt wäre. Wer nicht weiß, was die Gegenseite weiß, der kann sich in dem Zusammenhang eigentlich auch kaum richtig wehren oder verteidigen. Und darüber hinaus ist einfach das Problem der prozessualen Routine und der prozessualen Regeln, denen ein Nicht-Anwalt, Nicht-Jurist einfach hilflos ausgesetzt ist. Wenn ich höre in Verhandlungen, bei denen ich Prozessbeobachter war, dass Richter immer wieder einen Beweisantrag fordern, dann verkennt man dabei, dass der Beweisantrag im Strafrecht recht strengen Forderungen unterworfen ist, die manch Anwalt nicht zu erfüllen weiß. Also zu sagen, nur bei schwierigen Angelegenheiten ist ein Anwalt notwendig, mag ja richtig sein. Die Frage ist aber, wo ist die Interpretation der schwierigen Angelegenheit? Sobald ich also einen Beweisantrag brauche, das Gericht also letztlich seiner Amtsermittlung nicht nachkommt, ja, habe ich also schon eine schwierige Angelegenheit. Und das ist genau eigentlich der Punkt, über den ich mir hier Gedanken mache, was ich nicht in Ordnung finde. Denn es kann nicht sein, dass der Laie die Arbeit des Richters machen muss, ohne Ausbildung, ohne entsprechendes Vorwissen. Und dass er dann aber gleichzeitig dieses Hilfsmittel nicht bekommt in einer Situation, wo ein Richter der Amtsermittlung nicht nachkommt. Ergo ist ein Fall, in dem ein Richter der Amtsermittlung nicht nachkommt, aus meiner Sicht immer ein Fall der notwendigen Pflichtverteidigung. Das Gleiche gilt, sobald prozessuale Situationen auftreten, Einstellungen zum Beispiel, die ein gewisses Hintergrundwissen benötigen, dass der Laie nicht haben kann, zum Beispiel, dass nicht zu jeder Verfahrenssituation nach verfassungsgerichtlicher Rechtsprechung eine Einstellung zulässig ist. Weil zum Beispiel, wenn ein Einspruch zu erwarten ist, die Staatsanwaltschaft, das Gericht mit Zustimmung der Staatsanwaltschaft eben nicht einfach einstellen darf. Dann müsste man einfach freisprechen. Und genau diese tatsächliche Situation muss in diesem Land endlich einmal geändert werden. Ja? Es kann nicht sein,
dass der Laie hier hilflos den gesetzlichen Mächten Richter, Staatsanwalt und Co. unterworfen ist und deshalb ein faires Verfahren daran scheitert. Ich meine, die Pflichtverteidigung gehört gerade jetzt, wo die Amtsermittlung immer häufiger mit Füßen getreten wird, ähnlich geregelt wie die PKH. Letztlich nur wenn überhaupt die Argumentation, wie man sich verteidigen möchte, Erfolg verspricht, was bei einem bloßen Bestreiten ja bereits der Fall wäre, dann muss eine Pflichtverteidigung bewilligt werden. Gegebenenfalls eben auch nur als anteiliger Betrag der anwaltlichen Kosten, die entstehen. Aber so wie die Situation jetzt ist, dass man im Prinzip es dem Richter überlässt, das darf nicht sein. Wenn ihr eine Meinung zu dem Thema habt, mir zustimmt oder sagt, was will er denn, der Langhans, würde ich mich über Kommentare freuen oder natürlich ein Like. Ja? Ansonsten vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Wir sehen uns.